Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Ja, wir haben in der letzten Folge Rädrik konfrontiert. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich das wollte. Er hat halt Bedingungen gestellt, dass wir anstelle ihn umzubringen, seinen Cousin umbringen, der uns den Auftrag gegeben hat, ihn umzubringen. Und konnte am Ende irgendwie beiden Parteien nicht mehr ganz so Glauben schenken, wer jetzt die Wahrheit sagt, wer das Richtige im Sinn hat. Aber Rädrik umbringen wollte ich nicht. Doch darauf hin, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nicht mit ihm zusammen. Ach ja, hat er uns angegriffen und uns blieb leider keine andere Wahl, als Rädrik zu töten, der jetzt hier am Boden liegt. Mal gucken, wie die Story jetzt weitergeht, was uns erwarten wird. Ein bisschen Angst, ne? Wir hörten, dass du gegen die Burg vorgerückt warst und trotzdem sind wir zu spät gekommen. Einen Moment früher, aber dann wäre ich bei seinem letzten Atemzug dabei gewesen. Aber egal. Es ist getan. Der Tyrann ist nicht mehr. Und unserem Dorf steht eine bessere Zukunft offen. Goldthal steht tief in deiner Schuld. Auch ich schulde dir viel. Du hast geschafft, was ich nicht konnte. Nimm dir, was du willst aus Rädriks Schatzkammern. Diese Beute hast du dir mehr als nur verdient. Kolsk sieht sich lächelnd im Thronsaal um. Es gibt viel zu tun. Natürlich müssen wir umgehend den Graf benachrichtigen und ihn um die Aufhebung der grausamen Gesetze bitten, die Rädrik eingeführt hat. Glaube aber nicht, dass wir deine Unterstützung jemals vergessen werden. Du hast eine große Veränderung bewirkt. Sei stolz darauf. Jedermann wird sich an diesen Augenblick erinnern. Kommt, Männer, räumt diese Leiche aus dem Saal. Mit diesen Worten schreitet Kohls begierig auf den Thron zu. Ja, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Kohlsk ist jetzt froh, diesen Thron übernehmen zu können. Wir haben Erfahrung bekommen. Der wird jetzt diesen Thron übernehmen. Ob er ein besserer Herrscher ist, mag ich aktuell noch zu bezweifeln. Ob Rädrik vernünftige Absichten hatte, wissen wir jetzt nicht mehr. Nur was ich so gesehen habe, ne? Er hat Leute an den Baum gehängt. Er hängt, weil sie an das Falsche glauben. Weil sie seiner Meinung nach einen Gott anbeten, der ihnen das Leid, ne, der ihnen das Leid zugefügt hat, diese Missgeburt Kinder auf die Welt zu bringen. Und er hat seine Frau getötet, weil die auch ein Kind zur Welt gebracht hat, das halt, ne, nicht so war, wie es sein soll. Sind alles Dinge, die gehen gar nicht. Auch wenn man vielleicht das Richtige beabsichtigt, sind das doch Taten, die nicht gut zu heißen sind. Aber was er jetzt bezwecken wird, weiß ich auch nicht. Können wir mit dir nochmal reden? Vergib mir, Freund. Es gibt viel zu tun. Dennoch werden wir uns nicht vergessen, was du getan hast. Goldthal hat an dir einen großartigen Beschützer. Ihr hört die Leute oft deinen Namen sagen. Sei stolz. Okay. Ja, wir hoffen einfach mal, dass wir das Richtige getan haben. Anderes können wir jetzt eh nicht hoffen. Okay. Soweit haben wir alles erkundet. Dann können wir jetzt hier auch wieder rausgehen. Ist echt blöd. Ich hätte gern beide am Leben gelassen. Und ja, ich weiß nicht. Herausgefunden, was Rädrik wirklich im Schilde führt. Aber okay, so ist es jetzt gekommen. Rädrik ist tot.
Wir haben hoffentlich Goldtal zum Besseren gebracht. Na dann. Okay, verlassen wir mal hier diese Burg. Glaube, wir haben hier zum Großteil auch alles erkundet und erlootet. Glaube nicht, dass wir irgendwo noch eine Möglichkeit gehabt hätten. Ansonsten können wir mit Sicherheit jederzeit hierher zurückkehren. Wir sind ja jetzt Freunde des Hauses, ne, sag ich mal. Okay, dann führt uns ja der nächste Weg. Was ist denn hier? Festung. Du besitzt die Festung. Ich kann eine Festung haben. Oh mein Gott, ich kann eine Festung haben. Kann ich die dann auch ausbauen? Oh, das wäre nice. Gott, das Spiel hypt mich gerade ein bisschen. Ich würde gerne nicht wohl auf die Weltkarte. Dankeschön. Ja, wir müssen immer noch einen Weg finden. Verdammt. Vielleicht, wenn wir hier rausgehen, bekommen wir eine Wegoption nach unten. Dass das halt erstmal getan werden musste. Ansonsten weiß ich nicht, wo wir hin müssen, ne? Oh, nein. Ich wollte so. Nein, kriegen wir nicht. Können wir hier irgendwie. Können wir hier irgendwie weiter aus der Karte oder so? Lauft mal schneller, ihr Lieben. Nicht so wirklich, ne? Das ist blöd. Wo geht es denn jetzt wieder? Wo geht es dann jetzt weiter? Das ist die große Frage. Wir müssen ja immer noch diesen großen Umweg machen. So, wir wollen nach Caët Noir rein. Wir sind hierher gekommen, kamen hier aber nicht weiter. Und dann war die Möglichkeit, okay, wir müssen einmal einen riesigen Umweg machen, um hier im Prinzip, man sieht ja schon so angedeutet die Wege, von hinten reinzukommen. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man hier irgendwo über die Brücke kommt, aber dem ist nicht so. Vielleicht ist die Brücke jetzt repariert. Ich bezweifle es zwar. Wir könnten auch in Goldtal vorbeigucken, ob sich da jetzt was geändert hat. Hier geht auch noch ein Weg weiter. Kommen wir überall noch nicht hin. Ja, blöd, ne? Wir gehen erstmal hier wieder in diesen Ästenwald. Ja, da geht's dann ja nur. Weil hier würde es auch weitergehen. Ich gehe mal davon aus. Ja, komm, angelaufen. So eine Karawane. Dass es hier der Weg nach Goldtal geht. Wir gucken mal in Goldtal vorbei. Ja, wir gucken einfach mal.
ob man Veränderungen sieht von dem, was wir getan haben, ob wir da jetzt echt gefeiert werden. Hast du schon von Fürst Redrik gehört? Ermordet wurde er, sagt man. Ja, von mir. Eigentlich möchte man meinen, dass diese Regenfälle einen Segen für Feldfrüchte wären. Ja, eigentlich schon, ne? Ich aber diesen schnellen Modus mal ausmachen. Waren ja auch vorher schon Kühe. Hängen die Leute noch am Baum? Könnten da jetzt auch runter und das Verlies nochmal probieren, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Nein. Bitte nicht weinen. Wir werden Ihnen ein gutes Begräbnis bereiten. Nein, die Leute hängen nicht mehr am Baum. Das ist doch auch schon mal sehr gut. Gehen wir mal in die Schenke. Gucken, was uns da noch erwartet. Ich habe auch irgendwo bei den Guides, die ich mir angeguckt habe, gelesen, dass man in den Schenken Leute rekrutieren kann. Aber wie genau das geht, keine Ahnung. Komm, ihr habt eigenständige Namen. Hallo. Oh, okay. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Du erblickst eine Frau, die ihre Tasche auf ihrem Bett entleert und ihr Inventar begutachtet. Tränke, Verbandsmaterial, Tinkturen und Kräuter sind willkürlich in ihrem Raum verteilt. Sie beißt sich auf die Lippe, neigt den Kopf zur Seite und winkt ab. Sie beginnt, einen Gegenstand nach dem anderen von neuem vorsichtig und mit Bedacht einzupacken, wobei ihre Hände zittern. Jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz, doch wie auch immer sie die Tasche packt, sie ist nicht damit zufrieden. Das Zittern wird schlimmer und sie leert die Tasche mit einer Hand vor dem Mund erneut aus. Die Tränen steigen auf. Sie gibt jegliche Ordnung auf und stopft alles, was sie kann, in die Tasche hinein. Sie greift nach ihr und rennt aus dem leeren Haus. Aufrechtem Gang läuft sie zum Dock, das Kinn vorgestreckt, der Blick hart und die Augen rot. Ein junger, schlaksiger Elf bekundet sein Beileid, doch sie nimmt ihn angesichts des Ozeans, der sich vor ihr offenbart, nicht wahr. Sie streift durch die Hafenanlage, bietet jedem, der ihr zuhört, ihre Dienste als Heilerin an, jedem, der mit der nächsten Flut auslaufen wird. Kaum eine Stunde später beobachtet sie, wie ihre Kindheit in der Ferne verschwindet. Ein kleiner Fleck Insel, sie versucht nicht zu springen. Sie musste von ihrer Heimat fliehen. Und du? Du siehst eine Gruppe junger Männer um ein behelfsmäßiges Übungsziel herumstehen. Dieser Mann steht in ihrer Mitte und erklärt ihnen den Bau und die Benutzung eines Bogens. Während er spricht, hält er den Bogen hoch und erklärt jedes Teil und dessen Funktionsweise. Danach geht er gut 70 Meter vom Ziel weg und sagt ihnen, sie sollen bleiben, wo sie sind. Er legt sorgsam an, erklärt ihnen dabei jeden Schritt und schießt den Pfeil ab. Zur großen Überraschung und Freude der Knaben neben dem Ziel trifft er es direkt ins Zentrum. Er lächelt, geht auf die Knaben zu und erläutert ihnen die richtige Körperhaltung und wie man einen Bogen am effektivsten hält. Von der Baumgrenze nahe ihres Übungsplatzes hört er ein Geräusch und bleibt stehen. Er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und sucht den Wald ab. Ein Schatten bewegt sich dort und er bahnt sich seinen Weg durch den Wald hinter ihnen. Er zieht einen Pfeil aus dem Köcher und legt ihn aufs Ziel an, wobei er die Bewegung der verborgenen Kreatur sorgsam berücksichtigt. Er lässt den Pfeil fliegen, verbeugt
vergeudet aber keine Zeit und schnappt sich schnell einen weiteren. Die Knaben wirbeln herum und sehen, wie der Pfeil in den Wald saust und sofort in den Bäumen verschwindet. Plötzlich gibt es im Unterholz explosionsartige Bewegungen, als ein Hirsch aus der Baumgrenze bricht und über den Rand der Lichtung rennt. Die Knaben lachen und wollen den Mann schon ob seines schlechten Schusses veralbern, als sie den Pfeil in seinem gespannten Bogen sehen, den er auf den Hirsch angelegt hat, hören sie zu sprechen auf. Er schießt zum letzten Mal und sie lassen sich zu Boden fallen, als der Pfeil den Hirsch punktgenau hinter seiner Schulter trifft, Herz und Lunge durchdringt und ihn fast augenblicklich tot zu Boden stürzen lässt. Die Knaben starren den Hirsch einige Sekunden lang an, dann drehen sie sich mit neu entdecktem Respekt langsam zu dem Mann um. Er lächelt wieder und stößt ein kleines Seufzen der Erleichterung aus. Das ist ein guter. Hör mal, können wir... Nee, wir können nur noch mal die Geschichte hören. Schade, ich dachte, boah, den hätte ich gern dabei. Der kann mir vielleicht noch was beibringen. Okay, aber wirklich rekrutieren... Warte, kann ich mit dir noch reden? Dich hatten wir ja gerettet. Tittittitt. Okay, warum nur du läufst, verstehe ich auch nicht, aber mach mal. Oder können wir noch looten? Ah, du bist es, meine Retterin. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche um dich herum. Es ist so schön, zurück zu sein. Glaube nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben werden. Ich habe beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, eines meiner bestgehütetsten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Danach wirst du nicht anders mehr essen wollen. Die Gruppe hat ein Rezept erlernt. Herzhafte Pastete hier. Nice. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf deinen Reisen gute Dienste erweisen. Ja, schön. Das war ja jetzt noch erfolgreich. Hier noch mal reinzugucken. Sehr schön. Okay. Oh, das ist auch hübsch. Ja. Wie können wir jetzt weitermachen? Das haben wir, das ist doch abgeschlossen, oder nicht? Achso, ja, Fürst Redrik ist tot. Kolsk steht nun nichts mehr im Weg. Redriks Festung und die sie umgebenden Lande einschließlich Goldtal zu beanspruchen. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das die beste Dingens war. So, dann haben wir hier noch den Tempel durchsuchen. Prüfung von Durance. Und dass wir einen lehren können. Okay, wenn wir lange genug mit ihm unterwegs sind, dann sollte auch die Quest abgeschlossen sein. Das Rad der Zeit. Findet Meerwald. Ja, sind wir ja an sich dran. Das ist ja der alte Wächter in Kaed Nuar. Ja, aber da kommen wir ja nicht rein. Das ist das Problem. Hier ging es ja nicht weiter. Ich glaube, unsere einzige Möglichkeit... Vielleicht geht hier noch ein Weg... Nee, wir sind ja von hier direkt dahin gereist. Als wir hier hoch wollten. Wir könnten nochmal zurück zur Madmr-Brücke gehen. Aber ansonsten weiß ich nicht, wo wir hier weiterkommen würden. Jetzt sieht es auch nicht so aus, als wäre da irgendwie eine Brücke, ne? Das ist belastend. Gut, wir gucken uns mal an, ob das was bringt. Sind wir in dieser Folge an sich nur rumgereist, ne? Aber ob uns der Weg weiterhelfen wird, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ja,
Ich habe ja gesagt, am Ende der Woche, nach den 3 Folgen mit der Pussy-Modus-Einstellung, entscheide ich nochmal, ob wir weiterspielen werden oder nicht. Und ja, wir werden weiterspielen. Ich fand die letzten Kämpfe sehr angenehm. Wir sind trotzdem fast gestorben bei dem Kampf gegen Redrick. Das war ein Bosskampf. Gehe ich stark davon aus, dass das ein Bosskampf war. Und die anderen Kämpfe vorher gegen die, ja, gegen die einfachen Leute, in Anführungsstrichen, die einfachen Wachen, waren sehr einfach, waren okay. Damit kann ich doch hier arbeiten. Also ich finde, das war jetzt vom Spielfluss her, von den Kämpfen her, fand ich das sehr angenehm. Wenn das so bleibt, dann ja, definitiv spielen wir dann weiter. Da bin ich sehr erleichtert drüber. Ich habe mir nämlich echt schon Gedanken und Sorgen gemacht, ob es weitergeht, wie es weitergeht, was passiert, wenn es nicht weitergeht. Und ach Gott, ja, nee. Aber ich sag mal, huh, Glück gehabt. Wir werden Pillars of Eternity weiterführen, wenn wir denn den Weg finden. Ne? Das wird ja jetzt auch noch ein Träumchen, den weiteren Weg zu suchen. Ha! Gut. Okay. Aber dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir gucken, wie wir nach Kaet Nua endlich kommen. Bis dahin. Tschüsselü!